Ja, lieber Michael Gebert, meine Damen und Herren, vielen Dank für die Gelegenheit, dass ich heute am frühen Morgen zu einer Zeit, bei der ich vermutet hatte, dass die Crowd hier noch gar nicht wach ist, und manche stehen auch noch vor der Türe, dass ich hier einige Gedanken mit Ihnen teilen darf zu diesem sehr spannenden Thema Crowdfunding und alles, was sich im Weiteren damit verbindet. Ich weiß es nicht, ob der Michael Gebert besondere prophetische Gabe hatte. Ich möchte ihn nur in einem Punkt in der Tagesaktualität korrigieren. Die Ilse Aigner ist noch nicht Ministerpräsidentin. Das kann alles noch werden. Also nach meinem Kenntnisstand ist sie stellvertretende Ministerpräsidentin. Wir wollen nicht hier politische Dynamiken auslösen, die man am Ende wieder einfangen muss. Aber sie ist jedenfalls die Richtige auch für dieses Thema. Und deswegen freut es mich auch in der Art und Weise, wie sie sich in ihrem Grußwort eingelassen hat. Das Thema Crowdfunding ist ein Thema, wo bei dem vor zwei Jahren in Deutschland, auch in Bayern, die meisten wahrscheinlich noch mit den Achseln gezuckt haben, gesagt haben, was ist denn das überhaupt? Ich kann mich gut erinnern, wir haben als junge Abgeordnete vor knapp zwei Jahren mal ein Papier formuliert, das war eben unter der Überschrift Bayern 3.0 gestanden, wo wir versucht haben, mal auszuloten, welche Folgen hat denn die Digitalisierung, wie verändert die denn so ein Land wie den Freistaat oder die Bundesrepublik, und da kann ich mich gut erinnern, da gab es einen Passus zum Thema neue Finanzierungsformen, da hatte ich damals irgendwo aufgeschnappt, Crowdfunding, das wird wichtiger, da muss man die Rahmenbedingungen entsprechend stellen. Es ist mir dann rausgestrichen worden, weil die Kollegen gemeint haben, also das versteht eh keiner und das ist was für Garagenschrauber, kann in dem Papier, hat da keinen Platz. Zwei Jahre später kann ich Ihnen berichten, komme auch aus Berlin von den Koalitionsverhandlungen, war dort in einer Arbeitsgruppe, in einer eigenen Arbeitsgruppe zum Thema digitale Agenda. Schon daran sehen Sie, welche Bedeutung dieses Thema heute auch in der Bundespolitik hat. Und in der Arbeitsgruppe, in der Unterarbeitsgruppe digitale Agenda, Sie werden es nicht glauben, war tatsächlich auch das Thema Crowdfunding ein Thema. Und soweit ich die letzten Entwürfe der entsprechenden Arbeitsgruppe kenne, steht in der Koalitionsvereinbarung an der Stelle tatsächlich auch etwas zu Crowdfunding drin, nämlich dass man einen Beitrag leisten möchte, dass neue Finanzierungsformen wie Crowdfunding rechtssicher gestaltet werden. Ein wichtiges Thema, was ich nur deshalb aufrufe, damit Sie sehen, zum einen, dass das Thema tatsächlich auch in der Politik verankert ist, dass wir Handlungsbedarf sehen, dass wir es als ernsthafte Möglichkeit sehen, hier einen guten Beitrag zu leisten, wie man mehr privates Kapital in der Frühphasenfinanzierung mobilisieren kann, aber auch um Ihnen zu signalisieren, dass wir in der Politik tatsächlich ein bisschen auf der Höhe der Zeit auch bei diesen Themen sind. Worum mich der Michael Gebert heute gebeten hat, war die Veranstaltung und die Themen, die Sie hier behandeln, etwas in unsere größeren politischen Überlegungen einzubetten, einzubauen, und das möchte ich gerne mit zwei Aspekten tun. Wir hatten den Ministerpräsidenten in den letzten Wochen und Monaten oftmals gehört, wie er gesagt hat, Bayern, das ist die Vorstufe zum Paradies, Bayern ist das Paradies. Das heißt, wir können uns alle hier gemütlich zurücklehnen und sagen, das läuft von alleine. Aber wir wissen auch, wir können natürlich nicht stehen bleiben. Und es gibt viele Entwicklungen, die weltweit wirken, neue technische Entwicklungen, neue Herausforderungen, die man natürlich angehen muss, wo man nicht stehen bleiben kann. Und genau am Brennpunkt eigentlich von zwei Entwicklungen, da ist das Thema Crowdfunding platziert, und deswegen ist es uns auch politisch so wichtig. Das eine ist das Thema, was ich vorhin schon genannt habe, Digitalisierung. Ich rede hier vor einer Gruppe von Gläubigen bei dem Thema, das ist mir klar. Ich möchte trotzdem Ihnen auch nochmal signalisieren, dass wir als Politik das Thema voll angenommen haben. Der Ministerpräsident hat in seiner Regierungserklärung vor zwei Wochen gesagt, es ist eines der Megaprojekte für die nächsten fünf Jahre, wo wir als Freistaat auch deutlich mehr als 1 Milliarde Euro in die Hand nehmen, nicht nur für die Finanzierung der Infrastruktur, sondern auch für das Anschieben von einer entsprechenden Offensive. Das geht los beim Thema digitale Bildung, das geht über die Frage, wie kann man die digitale Wirtschaft unterstützen, wie kann man Industrie 4.0 und all das, wo wir Standortstärken haben, befördern. Und es hört auf bei der Frage, was macht einen modernen Staat aus? Wie kann der denn sich die neuen Möglichkeiten der Digitalisierung zunutze machen? Wie muss er auch vielleicht darauf reagieren? Das ist die eine Entwicklung. Und die andere Entwicklung, das ist das Thema, wie können wir mehr Dynamik auch an einem so etablierten, ich sage mal an manchen Stellen vielleicht sogar etwas satten Standort wie Bayern, wie können wir da mehr Dynamik generieren? Und mehr Dynamik, das hat zu tun mit neuen Talenten, mit jungen Köpfen, mit Kreativen, mit den jungen Wilden.
mit neuen Geschäftsmodellen, mit neuen Ideen und die stärker zu unterstützen und versuchen, alle Akteure zusammenzuspannen. Von der IHK, weil ich den Herrn Kammerer hier sitzen sehe als stellvertretenden Hauptgeschäftsführer, vom Werk 1, weil ich den Herrn Glatz hinten stehen sehe, haben wir inzwischen viele zarte Pflänzchen, die sich bemühen, eben den Boden in München fruchtbar zu machen für ein digitales Ökosystem, wo all diese neuen Geschäftsmodelle hoffentlich fruchtbaren Boden finden und dann entstehen können. Dass das ein Thema ist, das sehen wir und wir möchten es nicht zuletzt die Wirtschaftsministerin im Freistaat, Ilse Aigner, wir möchten das anschieben mit einer Gründeroffensive, da liegen viele Vorschläge inzwischen auf dem Tisch, weil wir wissen, dass im Grunde heute kein Geschäftsmodell über alle Zeit Bestand hat, sondern jedes etablierte Geschäftsmodell auch herausgefordert wird von all den neuen Ideen, die weltweit heute da im Umlauf sind. Dass wir in München, in Bayern dafür einen hervorragenden Boden haben, das wissen wir. Den entsprechend zu bestellen, das wollen wir gemeinsam mit Ihnen machen. Und deswegen darf ich an der Stelle auch ein herzliches Dankeschön sagen in Richtung von Michael Gebert und all denen, die mitgeholfen haben, dass überhaupt diese Veranstaltung heute in der Form stattfinden kann. Wie gesagt, vor 2 Jahren hätte wahrscheinlich jeder noch gesagt, was ist das? Heute merkt man, dass man hier ein Thema bearbeitet, was absolut auf der Höhe der Zeit ist, was einen wichtigen Beitrag leisten wird, eben zu beiden, uns vorzubereiten, uns mitzunehmen, gesamtgesellschaftlich bei dem wichtigen Thema Digitalisierung und zweitens das notwendige Kapital zu mobilisieren. Herzlichen Dank für Ihr Engagement, nicht locker lassen, viele gute Ideen heute austauschen und würde mich freuen, wenn am Ende des Tages vielleicht sogar das ein oder andere Startup in München neu aufblühen kann, weil es hier in diesem Rahmen von der Crowd entsprechende Finanzierung bekommen hat. Herzlichen Dank für Ihr Engagement und gute Zeit.